Den Blumenchor, so ein Lächeln, den kennt ihr doch alle, oder? Am 17.09.2023 geht es wieder los. Erwartet werden 20.000 bis 30.000 Zuschauer. Also ein Mega-Event. Die Gelder, also der Überschuss, der bei diesem Blumenchor so entsteht, der wird wieder direkt hier in Lechten verwendet. Und zwar für richtig coole Projekte. Ein Projekt ist zum Beispiel dieses Soccer Corps hier. Und ja, das ist sehr, sehr beliebt. Das ist hier die Lehrerin, das ist Claudia. Und sie ist auch begeistert, dass ja, die Gelder von dem Blumenchor so zum Teil auch hier gelandet sind. Wir haben einen ganz großen Teil an Geld bekommen vom Blumenkurseverein, der als Überschuss 2017 erlangt worden ist. Hätten auch nicht gedacht, dass wir so viel Geld überhaupt bekommen. Und ganz ehrlich, wenn man so eine Möglichkeit bekommt, so viel auf die Beine zu stellen wie diesen Soccer Court, sollte man auf jeden Fall auch weiterhin Gelder nutzen, dass man Spaß hat. Und der Blumenchor so finanziert wirklich nur gute Projekte für Lechten. Ja! Gut gemacht! Aber auch die Grundschule hier in Lechten kann froh sein, dass es den Blumenchor so gibt. Ja, auf jeden Fall. Der liegt uns auch sehr am Herzen. Die Kinder gehen in der Grundschule im dritten Schuljahr in der Regel schwimmen. Und es gibt nach wie vor super viele Kinder, die leider auch im dritten Schuljahr noch nicht schwimmen können, die teilweise noch nicht mal an Wasser gewöhnt sind. Und können wir mit der Unterstützung durch den Blumenchor so eine zusätzliche Kraft finanzieren, die das Lehrerteam beim Schwimmunterricht unterstützt und somit dann überhaupt den Schwimmunterricht möglich macht. Ich stehe hier vor der Hubertus-Apotheke in Lechten und hier steht gerade Burkhard. Das ist ein engagierter Bürger hier in Lechten, auch ein Fan vom Blumenchor. So. Knuse! Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, super, also wir stehen hier schon hier an einem Brunnen. Kannst du mir denn sagen, ja, was ist das für ein Werk hier und wie ist der eigentlich finanziert worden? Kommt vom Blumenchor so. Und das hat gut geklappt. Das ist Teil der Satzung sogar, das ist festgeschrieben. Erzielte Erträge werden für gemeinnützige Zwecke gegeben und zwar möglichst vor Ort. Denk dran, save the date, 17.09.2023, Blumenchorso hier in Lechten, nachhaltig, cool, familienfreundlich. Seid schlau und guckt und besucht Lechten, das Daliendorf.